So Leute, wir sind zurück zu Second Front. Wir sind ja immer noch bei den Fabriken. Das ist ja jetzt der zweite Teil. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, weil noch da was dazwischen gekommen ist. Wir sind in der fünften Runde. Genau, Runde. Nachschub ist eingetroffen. Okay, also unser Problem ist, wir haben ja in der letzten Folge weitergespielt, in der Runde 5. Und wenn wir das Spiel beenden, also es gibt keinen Save Point bei dem Fleck, wo wir uns gerade befinden, sondern immer nur bei Rundenanfang. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Okay, dann müssen wir das jetzt eigentlich nochmal alles machen. Wo sind wir jetzt? Bewegungs- und Feuerphase. So, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Die sind hier. Die, denke ich, wären noch bitter. Tja, wir haben jetzt hier drei Infanterieeinheiten und Leutnant Wolf. Hier können sie eh nicht durchschießen. Okay, wir werden die jetzt in der Gruppe weiterhin ziehen lassen. Den rücken wir hier nach. Da haben wir das Gleiche. Lass mich mal ganz kurz gucken. Da könnten die doch normalerweise gar nicht auf mich schießen hier hinten. Und den bringen wir da zur Fabrik vor. Okay. So. Jetzt wenn wir uns hier hin bewegen, werden die auf uns feuern. Genau. Festgenagelt. Wir dürfen aber trotzdem angreifen. Verfehlt. Ist ärgerlich. Ja, das sind halt alles sehr, sehr wenig Werte. Da werden wir, denke ich, nichts anrichten. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn macht, wenn wir jetzt auf eine erhöhte Position gehen. Wir gehen jetzt mal hier hin. So, dann haben wir ja unsere Leute hier noch in der Fabrik selber. Warte mal, die können wir schnell schön sichtbar machen. Also wenn ich jetzt hier rüber gehe, wird auf jeden Fall das Feuer auf mich eröffnen. Ach, 13, 13. Ah, verfehlt. So. Wir gehen da rein. Oh, warum kann ich... Okay, kann man noch verstehen, das sind Mauern. Wieso kann ich aber jetzt hier nicht auf ihn schießen? Wir hätten doch eigentlich Sichtfeld dorthin. Ja, und das möchte ich jetzt eigentlich nicht riskieren. Wollen wir es probieren? Wir probieren es jetzt. Ah, okay. Vielleicht ist, wenn er schon angegriffen hat, dass er das nicht mehr kann. Das wäre natürlich gut. Also gehen wir hier rein. Verfehlt. Ich denke, das wird schwierig. So. Die können wir nicht bewegen. Die haben wir erst hier hin bewegt. Machen wir mal hier drüben weiter. Okay, wir müssen dann hier aufpassen. Jetzt warte mal, wenn wir die gleich... Ach so, wir haben jetzt momentan überhaupt noch kein Sichtfeld. Jetzt lass mich mal ganz gucken. Da haben wir nur regulär. Ja, die bringen wir mal hier ins Haus rein. Was hat denn der für Werte? 2%. Ist ja aber auch auf die Entfernung schon sehr, sehr weit. Ihr seht, dass hier auf jeden Fall jetzt momentan keiner steht. Von hier aus könnten wir angreifen. Das werden wir auch, ich denke, ich machen. Ich weiß nicht, können wir auf die Brücke auch hier? Okay, da haben wir natürlich keine Werte.
Dann können wir die Einheit auch. Oh, leck, da kommen wir aber verdammt weit. Krüger und Infanterieeinheit. Die werden wir dann hinter hier ins Haus reinziehen. Die kommen nicht so. Okay, ist nicht so schlimm. Na, ihr seht schon, von hier werden auf jeden Fall Verstärkungen kommen. Wissen wir in welcher Runde? Das wird bestimmt auch hier irgendwo stehen. Also, Einheiten haben wir alle bewegt. Dann können wir die Runde beenden. Feuerphase vom Russen. Festgenagelt, nein. Jetzt lassen wir mal ganz kurz schauen. Vormarschphase. Die können wir jetzt nicht bewegen. Jetzt, warte mal, die bringen wir jetzt schon mal hier ins Haus rein. So. Die machen wir dahin. Die können wir leider jetzt nicht bewegen. So, ihr geht hier ins Haus. Jetzt werden wir mal hier schauen. Dürfte er normalerweise aber dann auch kein Schussfeld auf hier haben. So, du gehst mit hier rüber. Die anderen würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Hier wäre es halt, ja komm, auf die erhobene Position in die Welt, da können wir gehen. Da haben wir wenigstens ein bisschen Deckung. Ihn lassen wir noch hier wegen ihm. Nahkampf haben wir ja sowieso nichts. Gott sei Dank, das war... Ah, Abschuss. Nice, schaut euch das an. Fast die komplette Einheit gekillt. Das ist cool. So, mit denen können wir dann leider nicht angreifen hier. Da kommt keiner dahin. So ist es schon viel besser. Achso, jetzt warte mal, jetzt haben wir beide Einheiten angegriffen hier. Das wird eh nicht viel machen. Können wir Glück haben. Naja, auch verfehlt. Also ihr seht schon, die Werte sind nicht hoch, dass wir sagen können, ja, wir treffen hier. So, und die haben ja kein Sichtfeld. Okay, Feuerphase ist rum. Ja, flieht auf offenes Feld. Perfekt. So, oh, gesammelt. Nice. Sehr gut. Jetzt, wo ist sie fehlgeschlagen? Bei dem hier. Hier steht noch eine komplette Einheit. Jetzt warte mal. Kann ich... Oh, auf den kann ich nicht. 12%? Hier, es macht was. Verfehlt. Ärgerlich. Wir müssen schauen, dass wir die irgendwie festnageln können. Weil sonst komme ich hier nämlich nicht raus. Da, die können auf den auch nicht schießen. Jetzt werden wir trotzdem mal hier hochgehen. Ah, kein Sichtfeld. Ja, sehr gut. Jetzt warte mal, wir gehen auf den hier. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich jetzt hier hingehen? Na, er darf nochmal schießen. Ärgerlich. Das war blöd. Wie oft dürfen die jetzt das Feuer eröffnen?
Abschuss. Very good. So, warte mal, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hinter die Hecke. So, 6, 8. Das wäre aber sogar bei ihm besser. Also nicht von der Trefferchance her, aber dass wir ihn auf jeden Fall erstmal ein bisschen festnageln hier hinter seinen Hecken. Die Leute hier rausziehen. Glaube ich, können wir aber sowieso nicht angreifen. Okay, hier sind wir eigentlich schon sehr gut nach vorne gekommen. Jetzt machen wir mal hier weiter. Da sind die ja in den Häusern. Und zwar, der kann aber nicht so weit gehen. Das ist blöd. Naja, das machen wir erstmal nicht. Du bleibst mal schön hier in Deckung. Ihr geht ins Haus rein. 3%. Könnten wir die festnageln oder könnten wir es nicht? Ich glaube nicht. Das ist viel zu wenig. So, du gehst hinter die Brücke. Auf jeden Fall schon mal. Oh, verfehlt. Ganz gut. Aber wenigstens gut, dass er wieder zur Verfügung steht. So. Wie werden wir jetzt die Einheit hier? Ich glaube, wir bringen die lieber auf die Seite. Welche Runde sind wir jetzt? Runde 6. Okay. Das. Sehr gut. Vormarschphase. Hier können wir jetzt trotzdem ins Haus rein. Die ziehen wir alle mal weiter. Ihr bleibt jetzt mal hier liegen. So. Ich glaube, die ziehen wir jetzt alle hier hin. Die lassen wir hier stehen, den ins Haus rein, den auch mal weiter auf der erhobenen Position. Ich würde jetzt... Jetzt warte mal, Leutnant Richter, wenn wir ihn zurückziehen, müsste das doch eigentlich was bringen. Genau, dann bleibt jetzt er nämlich dann hier oben. Den lassen wir hier, den lassen wir auch jetzt erstmal hier stehen. Die haben wir alle bewegt und er bleibt hier stehen. Okay, ihn hätten wir noch. Was ist denn das? Normale Infanterieeinheit. Wir müssen hier in die Fabrik reinkommen. Jetzt schauen wir mal schnell die Erholungsphase. Ah, hier kommt die Verstärkung. Ist aber auch gleich ein riesen Trupp. Schaut euch das an. Shit. Ja, verfehlt. Feuerphase. Jetzt warte mal. Wir werden... 2%... Wir müssten die halt nur festnageln wenigstens. Da können wir nichts machen. Bin ich mal gespannt, ob wir den hier... Oh, 28%. Ja, schaut gut aus. Ja, das hat aber nicht das gebracht, was ich wollte eigentlich. Ach komm, Männer. Gebrochen, da haben wir es doch. So, da können wir uns aber nicht vorbewegen. Also hier drüben müssen wir aufpassen. Die haben jetzt dann voll das schöne Schussfeld auf hier rüber. Wo bewegt er sich hin?
Jetzt warte mal, kann ich da? Ich muss irgendwie. Wie komme ich jetzt hier rüber? Was werden das hier? Schau, ja, kommt rein, bitte. Ja, sehr gut. Müssen die irgendwie schauen, dass wir die festgenagelt bekommen. Okay, da haben sie kein Sichtfeld. So, Krüger, was kannst denn du machen hier? Gebrochen. Komme ich jetzt in diese Fabrik hier rein? Jetzt warte mal, wir müssten nicht... Ah, den haben wir noch. Ich probier's. Ist jetzt ein Risiko? Ja, wir sind drin. Perfekt, wir haben es eingenommen. 126 Punkte. Sehr gut. Jetzt müsst ihr es doch ausschalten können. Alter, ihr steht neben denen. Verfehlt. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier erstmal in Deckung bleiben wegen denen hier drüben. Okay, die verfehlen alle. Da haben wir noch keine Werte hier drüber. Gebrochen. Boah, nice. Schaut euch das an. Wie geil ist denn das? Jetzt warte mal, wir gehen hier über die Brücke. Ah, wir können ja die sogar auch nachziehen. Verfehlt. Den wollen... Ach. Perfekt. Jetzt warte mal, wir bringen jetzt den Leuten hier mit rein. Bei denen hat es auch geklappt. Kommt ihr über die Brücke? Nein. Schaut aber auf jeden Fall sehr gut aus für uns. Okay, den Trupp. Den Trupp. Naja, ich denke mal, die könnten schon ein bisschen was abwehren hier auf offenem Feld. Da sind wir in der Fabrik. Die haben wir ja eingenommen, die gehört uns. Ich weiß nicht, müsste ja der Sieg da normalerweise bei dieser... Ah, die flüchten, ne? Warte mal, da bekommen wir nochmal, die haben kapituliert. Ach, schaut hin. Die sind in die Fabrik geflüchtet. Vormarschphase, da müssen wir auf jeden Fall hinterher hier. So. Ihr geht dahin, ihr geht dahin. Die können nachrücken. Ja, und die würde ich sagen, wir lassen euch hier oben stehen, wegen denen. So. Da, ihr geht jetzt auch mal hier aus dem Haus. Die bleiben. Würde ich so lassen. Da haben wir es. Sieg. Wir haben gewonnen, Leute. In der Runde 7. Victory Points 128. Die Verteidigung der Roten Armee im Raum Skov. Was? Skov. Wie spricht man es aus? Scheiterte am Zusammenbruch der Logistik und der Kommunikation. Die Grundbedürfnisse der Truppen konnten nicht gedeckt werden. Obwohl die sowjetische Infanterie über gutes Verteidigungsgelände verfügte, um die Deutschen abzuwehren, brach ihre Moral zusammen, was zur Flucht und Kapitulation führte. Pskov fiel kampflos. Perfekt, warte mal, Spielergebnis. 54 Minuten haben wir gebraucht. Warte mal, wo sind wir? Wie viele Punkte hatten wir? 128. 510. Platz. Boah, das würde mich mal interessieren, wie viele Punkte der erste Platz hier hätte. Jetzt schaut mal, wir sind wirklich sau weit oben. Ja, warte mal. Da haben wir unseren Victory. Sehr gut. Okay, wir müssen aber dazu sagen, ihr seht es hier unten, ne? Ein Stern, also das war ja wirklich leicht. Hier unten wird es dann schwieriger. Bis zu 4 Sterne.
Ich würde aber sowieso sagen, wir werden erstmal die deutschen Missionen durchspielen und werden dann zu den Russen übergehen und am Schluss werden wir dann die Armee spielen. Wie gesagt, wir haben ja einiges, wir haben die Kampagne auch noch. Gewinne 4 Szenarien. Achso, und da müssen wir ja freischalten. Ich weiß, ich glaube, das sind auch nur Einzel-Szenarien hier. Das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Freigeschaltet haben wir sie ja. Okay. Also Leute, das war die erste Mission. Ich habe es endlich zu Ende gebracht. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe natürlich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's es gut. Tschüss.